Coole Sache. Ich bin hier beim letzten Abendmahl dabei. Ist das aufregend? Obwohl, wieso eigentlich letztes Abendmahl? Ist doch auch irgendwie das erste Abendmahl. Jesus hat das jüdische Sedermahl umgestaltet. Ach, egal. Hier links neben mir sitzt er. Jesus höchstpersönlich. Und Johannes lümmelt sich mal wieder auf Jesus Schoß herum. Ich vermute, gleich wird Judas sein Brot in Jesu... Aber Moment mal, ich bin ja gar nicht im Original gelandet. Das sind ja 600 Jahre alte Tonfiguren. Ob da wohl hunderttausende Menschen beim Betrachten in der Lorenzkirche in den letzten 600 Jahren gedacht haben, ja, genau so ist es damals gewesen? Aus unserer Perspektive ist diese Tongruppe ja auch immerhin 600 Jahre näher am Geschehen als wir. Als die Lorenzkirche gebaut wurde, war Nürnberg nicht irgendeine Stadt. Hier war ein Zentrum Europas und hier war das Geld. Darum waren hier auch die besten Künstler der Zeit. Und darum gibt es hier heute noch so viele spätmittelalterliche Kunstwerke. Altäre und Fenster wie in keiner anderen Kirche. Und das alles auch noch in einem gut erhaltenen spätmittelalterlichen Raum. Das hier zum Beispiel. Das haben sich alle, und ich meine wirklich alle, angeguckt, die in Nürnberg lebten. Das war ein epochales Bild. Vermutlich von Hans Pleidenwurf. Er hat das um 1460 gemalt. Und nicht nur Dürer hat sich davon inspirieren lassen. Ich bin hier auf diesen Hügel geklettert, denn hier gibt's frische Luft. In früheren Gemälden dieser Art, da wäre es mir unter diesem Goldhimmel wahrscheinlich stickig vorgekommen. Aber hier hat holländischer Einfluss das Gold durch bayerisch-weiß-blauen Himmel ersetzt. Und dass Bethlehem hier dann so ein bisschen wie Nürnberg an der Nordseeküste aussieht, das finde ich auch erfrischend. Die Künstler haben das biblische Geschehen in Ort und Zeit inkulturiert. Das ist klasse. Aber jetzt will ich da mal runterklettern und mir das genauer anschauen. Die Menschen, die das früher angeschaut haben, die standen auch stundenlang vor diesen Bildern. Ohne Fernsehen, Handy und Zeitschriften war das hier das Bunteste, was es damals gab. Und die Menschen, die kannten auch wirklich jedes Detail. Jetzt bin ich also bei den Heiligen Drei Königen hier. In der Bibel steht ja nichts von drei. Oder dass es Könige gewesen wären. Aber als der Altar gemalt wurde, da hießen sie schon Kaspar, Melchior und Balthasar. Und Kaspar, immer der Jüngste, der ist meist ganz schön modisch dargestellt. Auch Afrika ist jetzt plötzlich im Kommen, hier in Form eines Dieners des jüngsten Königs. Dass Kaspar selbst mit diesen schicken roten Brokatschüchen aus Afrika hergelaufen wäre, das finde ich ganz schön unwahrscheinlich. Aber Spaß beiseite. Die Weisen aus dem Morgenland haben ihre Bestimmung gefunden. Das, wonach sie gesucht haben, wofür sie alles aufgegeben haben, diesen Jesus. Und sie lassen ihre Würdezeichen, also die, die sie im 15. Jahrhundert gehabt hätten, zurück. Die Krone wird abgelegt, die Fahnen müssen im Hintergrund bleiben. Vor Gott
zählt sowas nicht. Ob die ein oder der andere Lorenzerin sich in den vergangenen Jahrhunderten gedacht haben mag, ja, das ist das Zentrum unseres Glaubens. Verletzliche Gleichheit der Menschen. Gott, der sich klein macht und uns auffordert, das auch zu tun. Da fällt mir ein, das mit der Krone, das habe ich doch hier schon mal woanders gesehen. Ha, hier ist das Motiv wieder. Im noch viel älteren Deokarus-Altar hat Karl der Große sich klein gemacht, Krone abgesetzt und hingekniet. Der Abt, der Heilige, ist groß, der Herrscher des Abendlandes klein. Was haben die Leute da wohl beim Betrachten gedacht? Ich finde, die beiden sehen wahnsinnig freundlich und liebevoll miteinander aus, oder? Sollte der Glaube an Christus das nicht in uns allen wirken, dass da Standesunterschiede verschwinden und die Freude über Gottes Befreiung liebevolle Beziehungen über Grenzen hinweg ermöglicht? Unsere Kunstwerke erlauben uns eine Zeitreise in das späte Nürnberger Mittelalter. Aber ihre Glaubensaussagen machen mit allen Betrachtern eine Zeitreise zurück in die Zeit der biblischen Geschichten. Und da merken wir vielleicht, dass der Glaube zeitlos ist, dass er uns in jedem Jahrhundert anspricht, unsere Sehnsucht nach Liebe aufgreift und in typisch menschliche Stärken und Schwächen hineinspricht. Ich glaube, ich werde zukünftig ganz für mich noch viel öfter in unsere Kunstwerke hineinkriechen und da herumspazieren. Menschenfreundlicher Gott, hilf uns, das Vertrauen in dich, in unsere Zeit und unser Leben immer wieder neu hinein zu übersetzen. Hilf uns, dich in den Jahrhunderten zu entdecken und heute Grenzen zu überwinden und mutig neue Wege zu gehen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.